Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live Ticker, mit Christoph Hansen. Ab hier werde ich euch regelmäßig über meine Arbeit am und im Europaparlament von hier aus berichten. Und in den nächsten Wochen, nächste Woche für genau zu sein, werde ich mir die neue Europäische Kommission am Europaparlament stimmen. Ursula von der Leyen wird die neue starke Frau unterstützt von der Europäischen Union sein. Ob sie waren ein ganz rutsch Herausforderungen. Eng von den wichtigsten ist natürlich der Klimawandel für den europäisch richtig umzupacken, aber auch generell für die Probleme zu lösen oder an den Griff zu kriegen, muss man international, das heißt mit allen Ländern von der Welt, eigentlich einen Akkord finden, für dort umzupacken. Die Klimabewegung, also war etwas, was nicht recht seit dem Youth for Climate geht. Youth for Climate ist natürlich gut, weil hier wirklich ganz Generationen, die jung wie die alt, sich dem Problem bewusst sind, mehr den internationalen Kader für den Kampf gegen den Klimawandel schon 1994 an die Welt gerufen. 1997 ist dann das sogenannte Kyoto-Protokoll unterschrieben worden, an dem haben sich ein ganz Rutsch von entwickelten, also industrialisierten Ländern engagiert, für Klimaambitionen und Klimaziele festzuschreiben. Da wurde dann festgeschrieben, 40 bis 2020 Klimaziele zu gehen, die par rapport zu 1990, dem Referenzjahr, sollt erreichen. 2015 ist dann die sogenannte COP21 Klimakonferenz von Paris. Da sind die Akkorde von Paris unterschrieben worden, wo schlussendlich 195 Länder aus der ganzen Welt sich engagiert haben, für nur 2020 sich Klimaobjektiven zu setzen, für eben noch Klimaerwärmung ab unter 2 Grad par rapport zu 1990 festzuschreiben. Und es soll nach weiter Erfahrung gemacht gehen, für ob just 1,5 Grad maximal eigentlich zu erreichen. Das Jahr sind vom IPCC, das ist ein internationalen Expertengruppe, den Politik soll beruhen, sind 2 neue Rapporten rausgekommen, die war so, dass die Erfahrungen, die zu Paris angekündigt sind, aber noch bei weitem nicht durchgehen, für das Ziel von denen Männer wie 2 oder beziehungsweise Männer wie 1,5% zu erreichen. An dem Kontext haben wir die Klimakonferenz COP25, die eigentlich soll zu Santiago de Chile stattfinden, wird Anfang Dezember zu Madrid stattfinden. Die hat müssen verlöscht gehen, wenn es den politischen Unsicherheiten, die es am Chile im Moment noch immer gibt, an der Sicherheitsgrund guft das Ganze tun, ob Madrid verlöscht. Auch das Europaparlament will mit beidrohen. Wir sind nächste Woche am Europaparlament, werden wir eine Resolution für die Klimakonferenz von Madrid aufstimmen. Da habe ich auch ganz aktiv mitgeschafft. Und ich bin auch an der Delegation von 16 Europadeputierten, den einzigen Lützebäuer, den auch mit auf Madrid geht, für da als Anterien zu Madrid zu verteidigen. Es bleibt noch viel zu machen. Ob weitere Details von der Resolution, die mir werde stimmen, werde ich nächste Woche noch mehr genau angehen. Ich habe als Invité den Pascal Canfin, der das von der vom liberalen Gruppe ein Member, an den er auch der Präsident von der Umweltkommission hin hat, aus der Chor, für mit mir erst zu informieren, was genau an unserer Resolution draufsteht, was wir fordern und was wir als WEA gesehen für als Klimaziele auch in Zukunft zu erreichen, auf ihre Erfahrungen noch ein bisschen herabzuschrauben, weil wir brauchen ein Überdenken von unserem Lebensmodell, wir brauchen ein Überdenken von unserem Wirtschaftsmodell, wenn wir wirklich wollen, den Problem minimal an den Griff kriegen. Ich meine, das ist besonders wichtig, wenn wir wissen, dass die Population auf der Welt rumgeht. Viele Länder sind im Gang, sich zu entwickeln, Industrien abzubauen. Das Problem geht also nicht mehr klein, es geht echt mehr groß. Und dafür muss man die richtigen Jalons setzen. Ich bin froh, dass ich für das Parlament hier kann, mit aufhaken. Und ich freue mich, ich nächste Woche dann noch weiter Details zu der Resolution an unseren Erfahrungen zu gehen. Es soll nicht merci für die Nullausstrahlung und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live Ticker, mit Christoph Hansen.